Die kanadischen Menschenrechtsanwälte David Kilgore und David Matas bereisen derzeit Taiwan, um die Öffentlichkeit über die Zwangsorganentnahmen in China zu sensibilisieren. Ihr Buch »Blutige Ernte – Organraub an Falun Gong« wurde kürzlich auf Chinesisch veröffentlicht. Sie bereisten letzte Woche Taiwan, um ihr Buch vorzustellen. Wir hoffen, durch die Vorstellung des Buches den Menschen in Taiwan diese Botschaft zu vermitteln, über den Missbrauch, der derzeit passiert und was man dagegen tun kann. Am 28. Juni trafen Matas und Kilgore die Gesetzesmacher Taiwans im Legislativyuan, um die Ergebnisse ihrer Untersuchung zu besprechen. Sie zeigten auf, dass Falun Gong-Praktizierende Ziel dieses Organraubes sind. Es kamen Ärzte in die Arbeitslager. Sie untersuchten ihre Augen, sie untersuchten ihre Organe mittels Ultraschall und Ähnliches. Sie waren die einzigen in diesen Lagern, die gründlich medizinisch untersucht wurden. 2006 begannen Matas und Kilgore die Anschuldigungen zu untersuchen, dass Falun Gong-Praktizierende systematisch ihre Organe wegen getötet werden. Diese Organe würden dann teuer an Transplantationspatienten verkauft. Das chinesische Regime startete 1999 eine Kampagne zur Vernichtung der spirituellen Praxis Falun Gong. Diese Anschuldigungen wiesen auf eine neue Dimension dieser Kampagne hin. Matas und Kilgore kamen durch ihre Nachforschungen zum Schluss, dass diese Verbrechen tatsächlich stattfinden. Seitdem bringen sie diese Angelegenheit überall ans Licht. Kilgore forderte die Gesundheitsbehörden Taiwans dazu auf, allfällige Transplantationspatienten aufzuklären, welche für eine Operation nach China reisen wollen. Könnten Sie bitte wenigstens Ihren Minister bitten, auf der Webseite des Außenministeriums eine Warnung zu veröffentlichen, dass, wenn Patienten aus Taiwan nach China reisen, die große Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie eine Niere oder eine Leber von einem Falun Gong-Praktizierenden erhalten, der zu keiner Straftat verurteilt wurde und einfach als Sklave in ein Zwangslager arbeitet. Matas und Kilgore wurden auf ihrer Reise von verschiedenen Universitäten in ganz Taiwan zur Vorstellung ihres Berichtes eingeladen. 2010 wurden beide wegen ihrer Untersuchung des Organraubes an Falun Gong-Praktizierenden für den Friedensnobelpreis nominiert.